An diesen drei wunderbaren Bäumchen soll das Obst der Zukunft wachsen. Aber nur die wenigsten kennen diesen Baum überhaupt. Die meisten wissen, was eine Banane ist, kennen sie aus dem Supermarkt, wissen, dass sie exportiert werden und hier in Deutschland nicht wachsen. Aber wenn ich dann den Menschen sage, dass ich in meinem Schrebergarten Indianerbananen habe, dann kommen die großen Fragezeichen. Und das Spannende ist halt, dass diese in Nordamerika kultiviert werden bzw. von dort kommen und optimal in unser Klima angepasst sind bzw. bei uns wachsen. Und die drei Bäumchen hier bekommen jetzt gleich ihr neues Zuhause im Schrebergarten und da möchte ich euch gerne mal mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und ich werde wieder erneut neue Indianerbananen hier reinsetzen. Vorne in den Schrebergarten. Die letzten sind dann wieder eingegangen, weil sie noch zu jung waren und haben die Dürre wieder nicht so gut durchgestanden. Das sind jetzt neue, auch wieder größere. Das gleiche wie bei den Kiwis damals. Und ja, ich werde die vorne hier reinsetzen, weil sie eine relativ lange Zeit fürs Wachstum brauchen. Die werden ungefähr 3 bis 4 Meter groß, bilden aber im ersten Jahr ziemlich große Pfahlwurzeln. Und also im ersten Jahr bilden sie halt ihre Pfahlwurzeln. Und deswegen ist halt vom Äußerlichen das Wachstum nicht so groß. Deswegen muss man geduldig sein. Und danach geht es dann richtig gut ins Wachstum. Und die werde ich jetzt einfach hier, wie gesagt, vorne reinsetzen. Direkt am Eingang, weil ich die Feige etwas weiter hinter gesetzt habe. Und die wird dann wahrscheinlich ziemlich gut und stark anwachsen. Ach Mann. Ja, das ist ziemlich schön brocklig und humushaltig. Und hier kommt halt dann der erste rein. So, ein bisschen mit der Kelle freigemacht. Interessant ist auch, dass die Früchte wie Mangos schmecken sollen. Und deswegen hat es mich auch sehr interessiert, die mir anzuschaffen bzw. die auch zu pflanzen, weil ich mag Mangos. Und zweitens ist es halt ein Baum, der bei uns super in den Breitengraden wächst und überwintern kann. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Setzte die Indianerbanane und ja, da war gerade ein Regenwurm. Hier, weiß nicht, ob man den sehen kann. Hier ist ein Regenwurm. Wie geil. Und den setze ich jetzt hier rein. So. Es hat jetzt die letzten 2 Wochen ziemlich gut geregnet. Also dürfte er gut Feuchtigkeit haben. Gemulcht ist sowieso hier alles. Da wird die Feuchtigkeit ziemlich lange gehalten. Pflanzschild rein, auch wenn ich weiß, dass ich sowieso wieder habe. Und dann wird noch mal ein bisschen angegossen. Jetzt habe ich den hier nur im Kanister. Gießkanne hätte ich mir auch holen können, aber dann hätte ich nach unten laufen müssen und das Wasser wollte ich dann nicht holen. Aber hier kommt erstmal ein ordentlicher Schluck Wasser, damit die Wurzeln wieder an den feuchten Boden sich anpassen und er diesen Wachstumsschock oder Umpflanzschock nicht so stark mitnimmt. Was ich auch gemacht habe, ist natürlich neben den Pawpaws, die ich jetzt auch als Pflanze so gekauft habe, dass ich mir auch Samen bestellt habe und aus Samen natürlich auch Pawpaws kultivieren möchte bzw. herausziehen möchte. Und das wird dann sehr interessant, weil normalerweise tut man die halt veredeln oder tropfen, damit man halt die Sorte behält. Und wenn man das jetzt mit dem Samen macht, dann bekommt man vielleicht so ursprüngliche Sorte bzw. jeder Baum ist halt individuell und das möchte ich halt ausprobieren. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass der Samen
davor stratifiziert werden muss. Also das heißt, dass der Samen Kälteeinfluss benötigt. Das ist normalerweise in der Natur so, dass dann die Frucht auf dem Boden liegt, über den Winter bedeckt, feucht, und das für 3 Monate. Und wenn es dann wieder wärmer wird im Frühjahr, dann sind halt diese Hemmstoffe abgebaut und der Keim kann dann, beziehungsweise der Samen kann dann anfangen zu keimen, ohne irgendwelche Frost- oder Kälteeinbrüche zu erwarten. Deswegen habe ich mir auch Samen bestellt, die vorstratifiziert worden sind. Die habe ich schon in die Erde reingetan. Hoffe ich, dass die in den nächsten Monaten rauskommen, beziehungsweise Wochen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir Samen auch bestellt, die nicht stratifiziert worden sind. Die habe ich jetzt in den Kühlschrank getan und die lasse ich jetzt dafür 2-3 Monate im Kühlschrank in einem Gefrierbeutel, halte sie so alle 5 Tage feucht und dann schaue ich mal, wenn ich die dann irgendwann mal im August oder September mal in die Erde rein tue, ob die dann überhaupt keimen werden. Genau, in diesem Sinne möchte ich auch das jetzt hier belassen. Gerne kannst du dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Zum Beispiel, ob du halt auch diesen wunderbaren Baum schon vorher gekannt hast oder nicht, oder ob er auch neu ist. Beziehungsweise, wenn du schon neu hier auf dem Kanal bist, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du auf den Abonnier-Button drückst und auch auf die Glocke, dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich freue mich auch wirklich sehr, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien einfach von mir und meinem Projekt erzählt, weiterempfiehlt, dass immer mehr Aufmerksamkeit mir zugute kommt, mehr Unterstützung. Und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr zum Beispiel unten in der Videobeschreibung, damit ich weiterhin hier mit euch gärtnern kann, das Permakulturprojekt Peace weiter am Leben lassen, halten kann und wir einfach gemeinsam in Richtung nachhaltige und bessere Welt gehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin! Ciao! Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, zeige ich euch jetzt ein bisschen, wie der Schrebergarten sich entwickelt hat. Die Feige ist jetzt sehr gut rangewachsen, habe ich letzten Monat reingesetzt, hat einen ordentlichen Wachstumsschub bekommen. Nach einem Monat, jetzt wenn die Hitze kommt und die Wärme, dann wird die ordentlichen Schub bekommen. Hier unten ist ein Kürbis, der hat auch schon ein Früchtchen, wo ist es? Hier ein Früchtchen zu sehen und sonst wächst alles heran. Den Kiwis geht's gut. Die Maulbeere hat jetzt schon bereits Früchtchen. Der leider noch nicht, aber die sind auch gerade mal 2 Jahre alt und freut mich sehr, dass die Maulbeere schon Früchte trägt. Und hier die chinesische Dattelpalme und der Granatapfel, Buschbaum. Den geht's auch ziemlich gut und den gefällt's.